Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Das Evangelium der heutigen Liturgie ist der letzten Rede Jesu vor seinem Tod entnommen. Die Herzen der Jünger sind beunruhigt, aber der Herr richtet beruhigende Worte an sie und fordert sie auf, sich nicht zu fürchten. Habt keine Angst. Er verlässt sie tatsächlich nicht, sondern wird ihnen einen Platz bereiten und sie dorthin anschließend führen. So zeigt uns der Herr heute den wunderbaren Ort, an den wir gehen sollen. Und gleichzeitig sagt er uns, wie wir dorthin kommen. Er zeigt uns den Weg. Er sagt uns, wohin wir gehen sollen und wie wir dorthin gelangen können. Zunächst einmal, wohin wir gehen sollen. Jesus sieht die Not der Jünger, ihre Angst, verlassen zu werden, so wie es auch uns ergeht, wenn wir gezwungen sind, uns von jemandem zu trennen, den wir lieben. Und so sagt er, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus verwendet ganz bewusst das vertraute Bild des Hauses, eines Ortes der Beziehung und der Vertrautheit. Im Haus des Vaters, sagt er zu seinen Freunden und zu jedem von uns, ist Platz für euch. Ihr seid willkommen. Ihr werdet für immer von der Wärme einer Umarmung aufgenommen. Und ich bin im Himmel und bereite euch einen Platz vor. Einen Platz für alle Ewigkeit. Schwestern und Brüder, dieses Wort ist eine Quelle des Trostes und der Hoffnung. Jesus hat sich nicht von uns getrennt, sondern er hat uns den Weg geöffnet und unser endgültiges Ziel vorweggenommen. Die Begegnung mit Gott, dem Vater, in dessen Herz ein Platz für jeden von uns ist. Wenn wir also Müdigkeit, Verwirrung und sogar Versagen erleben, sollten wir uns daran erinnern, wohin unser Leben führen soll. Wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren, auch wenn wir heute Gefahr laufen, es zu vergessen, die letzten Fragen zu stellen, ja die wichtigsten Fragen. Wohin gehen wir? Worauf gehen wir zu? Wofür lohnt es sich zu leben? Ohne diese Fragen engen wir das Leben nur in die Gegenwart ein, meinen, es so gut wie möglich genießen zu müssen und leben in den Tag hinein, ohne Zweck, ohne Ziel. Unsere Heimat aber ist im Himmel. Vergessen wir nicht die Größe und Schönheit dieses Ziels. Una volta scoperta la meta. Wenn wir einmal das Ziel entdeckt haben, fragen auch wir uns, wie der Apostel Thomas im heutigen Evangelium. Und wie kommen wir dorthin? Manchmal, besonders wenn wir vor großen Problemen stehen und das Gefühl haben, dass das Böse stärker ist, fragen wir uns, was soll ich tun? Welchen Weg soll ich gehen? Hören wir auf die Antwort Jesu. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus selbst ist der Weg, den wir folgen müssen, um in der Wahrheit zu leben, das Leben in Fülle zu haben. Er ist der Weg und deshalb ist der Glaube an ihn kein Paket von Ideen, das man glauben muss. Nein, sagt er noch einmal, sondern ein Weg, den man gehen muss, eine Reise, die man machen muss, eine Reise mit ihm. Es geht darum, Jesus zu folgen, denn er ist der Weg, der zum unvergänglichen Glück führt. Ihm nacheifern, vor allem mit Gesten der Nähe und Barmherzigkeit gegenüber den anderen. Das ist der Kompass, um den Himmel zu erreichen. Jesus, den Weg zu lieben und Zeichen seiner Liebe auf Erden zu werden.
Brüder und Schwestern, lassen wir uns nicht von der Gegenwart überwältigen. Schauen wir nach oben zum Himmel, erinnern wir uns an das Ziel, denken wir daran, dass wir zur Ewigkeit berufen sind, zur Begegnung mit Gott. Und vom Himmel ins Herz erneuern wir heute die Entscheidung für Jesus, die Entscheidung, ihn zu lieben und ihm zu folgen. Möge die Jungfrau Maria, die in der Nachfolge Jesu bereits am Ziel angekommen ist, unsere Hoffnung stützen. Regina Celi Letari, Alleluia. Quiaque meruisti portare, Alleluia. Resurrexi, sic dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit Dominus vere, Alleluia. Deus, qui per resurrezione Fili Tui Domini, Jesu Christi, mundum letificare dignatus es. Presta questum sutuereiu genitrice in Virgine Maria, perpetue capiamus gaudie vite, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, liebe Schwestern und Brüder, gestern gab es zwei Seligsprechungen. Eine in Uruguay und eine in Spanien. Neue Selige, die sich als Hirten für die Herde Gottes eingesetzt haben. Nel clima teso della guerra civile. Vor allem in einer Zeit des Bürgerkrieges. In Spanien, Ordensschwester, die ihre ganze Krankheit aufgeopfert hat. Morir nel 1927 a 22 anni. Mit 22 Jahren gestorben. Applaudieren wir den neuen Seligen, fordert uns der Heilige Vater auf. Ich grüße von ganzem Herzen euch Römer und alle Pilger, die hier zusammengekommen sind. In ganz besonderer Weise grüße ich die Gruppen, die sich angemeldet haben. Inghilterra e gli studenti del Collegio San Tommaso di Lisbona. Saluto l'associazione Meter e il suo fondatore, Organisation Meter, Don Fortunato Di Notto, che portano avanti l'impegno per prevenire e contrastare la violenza sui minori. Die sich dafür einsetzt gegen die Gewalt von Kindern. La 28ª giornata dei bambini, dei bambini vittime. Da 30 anni difende l'infanzia dai soprusi e delle violenze. Vi sono vicino, fratelli e sorelle. Bin euch nahe und begleite euch mit meinem Gebet. Non stancatevi mai. Werdet nicht müde, euch dafür einzusetzen, für den Schutz der Minderjährigen. Ich danke euch für euren Einsatz. Saluto il gruppo di malati di fibromialgia. Ich grüße die Gruppe von Kranken, die hier angekommen ist. Schwestern des heiligen Josefs von Cotolengo. Die Laienbewegung von der Barmherzigkeit Gottes.
i fedeli di Pozzuoli, Calaglio e Vallegrana, i cori di Empoli e Ponte Bugianese. E un saluto speciale va alle nuove guardie svizzere. Ein ganz besonderer Gruß geht an die neuen Schweizer Gardisten, die gestern ihren Eid abgelegt haben. Einen Applaus auch den neuen Gardisten. Domani a Pompei. Morgen wird es in Pompeji das Friedensgebet geben, dafür herzliche Einladung, den Rosenkranz mitzubeten für den Frieden in der Welt, vor allem in der Ukraine. Es ist immer wieder wichtig, darauf zu hören, auf die Bedürfnisse derer, die unter Not leiden. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag und bitte euch nicht zu vergessen, für mich zu beten. Ich wünsche euch heute Mittag einen guten Appetit und auf Wiedersehen.